Wenn wir jetzt mal kurz einsammeln würden, seid ihr da bereit dazu? Das hat ja so ein bisschen auf euch gewirkt, in eurem eigenen Organismus. Wärt ihr da bereit, nochmal ein paar Rückmeldungen zu geben, in wo das bei euch, in welchem Organsystem oder so auch in Resonanz gegangen ist? Wäre das möglich? Nur die Lust haben? Wo ist es so gelandet in eurer jeweiligen Landkarte so? Auf jeden Fall im Herzen. Und hat es eher günstige Auswirkungen in deiner inneren Welt gerade? Fühlst du dich gerade so ein bisschen? Ja, ich fühle mich sehr berührt. Mhm. Und es bringt mich natürlich auch sehr ins Nachdenken. Und hat bei dir was gekoppelt? Wo ist denn das jetzt gelandet, dieses Teil da? Dieses, kann ich das mal bekommen? Finde ich sehr schön. Ist da irgendwas bei dir so ein bisschen auch, hat da irgendwas? Ja, auf jeden Fall, weil es ja, also mir diese so. Geschichte auch ermöglicht, einen Perspektivwechsel hinzukriegen. Okay. Wohin? In was, wenn du von Perspektivwechsel redest, was wäre da? Ich selber bin ja Lehrerin, mich wirklich mal auf die andere Seite zu begeben und mal von dort aus zu schauen und nicht nur immer von meiner Seite aus zu schauen. Weniger assoziiert mit dieser Seite zu sein, aber vielleicht auch nicht nur da, sondern das können wir beides im Blick zu haben. Das ist nämlich genau der Punkt. Noch von irgendjemandem eine Rückmeldung? Ja. Passt da vielleicht ein bisschen zu. Ich habe mich an den einen oder anderen Schüler tatsächlich erinnert gefühlt. Der jetzt nicht seine Insel hat, aber bestimmte Verhaltensweisen. Oder ich konnte vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, warum Schüler sich so gelegentlich verhalten, wie sie sich verhalten. Und glaubst du, wenn du selber damit so quasi in Kopplung gehst, dass das auch bei dir ein bisschen Auswirkungen haben würde? Wenn du da mit so einer Geschichte sozusagen... Ich war ziemlich gerührt. Ich hatte meine Tränen irgendwann an einer Stelle. Mhm. Und weniger so die Verpflichtung da, auf Nummer sicher zu gehen, dass die Festlandsnummern auch durchgezogen werden. Ja. Ich bin nicht um jeden Preis Vertreter des Festlandes. Ja. Schön. Mag noch jemand was sagen? Keinerlei Verpflichtung. Nur noch vielleicht noch eine Stimme so. Ich finde das immer wieder faszinierend, weil für mich gibt es echt immer jedes Mal, wenn ich das erzähle, wie so ein eigenes Erleben, dass da in mir drinnen sich was verbindet. Da bin ich immer mal für einen kleinen Moment den Eindruck, ich weiß ein bisschen, wofür ich auf der Welt bin. So. Das ist ganz witzig. Was mich sehr berührt hat, ist die Stelle, dass er eigentlich alles weiß und du sollst nichts wissen. Oder du solltest es nicht wissen, genau. Ja. Berührt mich auch immer wieder komplett. Und da gibt es von Elias Canetti, den ich sehr mag, so einen berühmten Satz, den ich umso mehr mag. Das Nichtwissen sollte am Wissen nicht verarmen. Also wir sollten eigentlich das Nichtwissen auch immer wieder angemessen mit kultivieren, damit wir, da bin ich tief von überzeugt, muss ich ehrlich sagen. Und dieses kleine Kerlchen hat mir eigentlich nochmal wirklich so eine Unterfütterung für diesen eher theoretischen Satz geliefert. Mhm. Wo ist es bei dir angekommen? Schon auch hier so im Bauch, aber ich habe auch immer wie so ein Lächeln im Gesicht gehabt. Entlastet auch so ungemein zu wissen, dass diese jungen Menschen oder Kinder eigentlich schon das Wissen mitbringen. Genau. Und da würde ich gerne... Was ich noch spannend finde, er hat ja an diesem Punkt, wo du ja eigentlich dachtest, du würdest beides sehen, hat er ja auch dir was in die Hand gegeben, einen Stift, wo du in dir auf einmal eine Frage generieren konntest, dass es überhaupt weiter ging. Ja, also wenn er abgenickt hätte, was mich sozusagen anging und sagt, ja, der Ozean würde kleiner werden, was viele übrigens schon machen, weil die wissen, was die anderen hören wollen. Bin ich hier gerade auch immer wieder genau. Wissens und da hat er dir ja auch absolut. Ich habe daran ganz viel gelernt. Möglichkeit eröffnet. Ja, das stimmt. Zu wissen, dass auch du nicht weißt. Ja. Und dass auch in dir was ist. Ja. Und ich würde gerne noch an der Stelle eine kleinen Zusatz machen, dass ich eigentlich euch noch mal sagen wollte, was ich an dieser Geschichte, und ich könnte noch ganz viele Geschichten erzählen, ich habe bestimmt 1000 Kinder dieser angeblichen mit diesen Teilleistungsstörungen gesehen, die ich dann irgendwann schon vor Jahren als Teilleistungsfähigkeiten gedeutet habe, dass ich sage, die müssen irgendetwas in sich haben, oder was heißt haben, die zeigen schon Verhaltensweisen, wo sie irgendwie eine Art Abstand zu sich selber einnehmen, um ihre eigene Ambivalenz, ihr eigenes Hin- und Hergerissensein zu spüren. Also irgendeine Beobachterdimension, irgend so ein Vögelchen,
was dazu sagen, mitkriegt, dass man im Dilemma hockt, in der Zwickmühle. Dass es sowohl das eine als auch das andere gibt und dazwischen was, was erstmal wie unverbunden wirkt. Und das finde ich eine ganz schöne Sache. Und vielleicht da hat dann ein Elternteil, so ein Vater, dann mal dazu gesagt, eigentlich ist es vollkommen logisch. Wenn ich hauptsächlich von dieser Seite an die Welt gucke, dann bin ich ja eigentlich so wie so eine Art Künstler. Wenn diese Seite mehr die Seite wäre, wo ich das übernehme, was andere sich schon ausgedacht haben, wie der kleine Junge gesagt hat, wie ich sein sollte, wie ich denken sollte, wie ich handeln sollte, dann ist das wie so eine, ohne irgendwelche Berufsstände zu diskreditieren, das hat damit überhaupt nichts zu tun für mich. Aber das wäre wie so eine Art Beamtenseite in uns, die sozusagen eher das, was schon da ist, übernehmen und das auch machen wollen und sollen. Während es dann wie so eine Art Künstlerseite gäbe, wo eben ein Beuys sagte, jeder Mensch ein Künstler. Jeder hat das eigentlich in sich. Und wenn ich aber aus einer kreativen Haltung heraus, bis hin in die Rechtschreibung heraus, mir die Rechtschreibung selbst erfinde, dann geht es leicht. Und dann haben immer die Helferlein das Schwere zu tragen, weil die versuchen, von der Seite die anderen nach dort zu ziehen und sich schon sehr parteilich auf diese Seite schlagen und denken, so wäre die Welt. Und ich behaupte, wir kriegen jetzt zunehmend Kinder und Jugendliche, die wir selber mit unseren eigenen Multi-Optionswelten großziehen, die das nicht mehr mitspielen, dieses Spiel. Sondern die uns eigentlich einen Spiegel vorhalten und sich selber fragen, für welche Welt willst du, liebe Mama, lieber Papa, lieber Lehrer, Lehrerin, unterwegs sein? Für welche Welt? Wie soll die aussehen? Und ich würde euch gerne noch zum Abschluss, und dann ist die Geschichte sozusagen zu Ende, die war als Geschichte schon vorneweg fertig, noch eine kleine Hypothese anbieten. Das heißt, wie gesagt, überhaupt nicht, dass das stimmt. Es ist nur ein Versuch von mir, das ein bisschen mal als Muster zu denken. Ich finde es ganz schön. Ich würde gerne den Begriff von Gunter Schmidt aufgreifen, wie gesagt, mit dem ich viel kooperiere. Wo der immer wieder sagt, eigentlich kann man gar nicht mehr von Wahrnehmungen reden, die, wie wir die äußere Welt wahrnehmen, sondern wir sind eigentlich Wesen, die über 90% aus ihrer inneren Welt die Welt wahrgeben. Es ist ein Akt, wie ich die Welt mir erfinde, wie ich sie sehe. Ich sehe also nicht dich, sondern ich sehe mein Bild von dir. Das ist schon spannend. Und wenn man die Wahrgebungsmodalitäten aus dieser Seite, aus diesem Erlebensnetzwerk, wie wir es manchmal sagen, mal so ganz einfach und schlicht deuten würden, und so versuche ich es gerade, dann ist es eher für mich eine Art, in der Welt zu sein, wo ich sage, das ist bis heute in uns eher sehr vertikal organisiert. Da gibt es noch klassisch oben und unten und was noch viel wesentlicher ist, richtig und falsch. Und das ist etwas, was womöglich dieser kleine Junge auch meinte, die Schule wäre eine Zumutung für sein Gehirn, weil da immer wieder noch in richtig und falsch kategorisiert wird, Noten gegeben werden, Äpfel mit Birnen verglichen werden, wo immer mehr Kinder und Jugendliche merken, so geht das nicht. Aber sie finden keine anderen Erklärungsmodelle bisher vor. Dann teilt sich die Welt in zunehmend natürlich eine Welt, die wir ihnen auch ermöglichen, in Kindergärten, auch in, zum Teil in den Familien, die eher horizontaler organisiert wäre. So ähnlich wie das Jüngelchen sagte, wenn die Mama eine Insel hätte, dann wären wir gleicher. Es gibt nicht für umsonst solche Begriffe in der Zwischenzeit wie Augenhöhe. Und ich glaube daran, dass es überhaupt nicht Augenhöhe gibt, aber eine Sehnsucht danach. Und dass wir immer um diese Augenhöhe versuchen zu pendeln und zu oszillieren. Und wenn dieser kleine Kerl sagt, dann wären wir gleicher, dann hat er bestimmt nicht an oben und unten Strukturen mehr gedacht. Sondern so ähnlich, wie er das hier auch aufgebaut hat, sein Bild außen und innen. Das ist mehr außen und das ist mehr innen. Und da gibt es dann nicht mehr richtig und falsch, sondern eigentlich eher eine systemischere Sprachform auch oder hypnosystemischere Sprachform, wo wir sagen könnten, das ist nicht stimmig zu mir, nicht passend zu mir, also unstimmig und stimmig. Das passt zu meiner inneren Welt maximal und das weniger. Und wenn wir uns das denken würden, das ist ein reines Konstrukt, das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Wenn wir denken würden, dass eine Seite in uns so organisiert wäre, immer noch
relativ stabil und eine andere sich aber nach horizontalen Strukturen sehnt, privat, in auch beruflichen Kontexten, dann sind wir im Moment in einer Kultur angelangt, wo wir zum Teil fast im Patt sind. Danach sehen wir uns und das macht uns Sicherheit. Und jetzt wird es aber zunehmend darum gehen und auch in so einem Kurs wie dem jetzigen, zunehmend, so denke ich das zumindest in meiner Welt, das mehr und mehr übereinander zu kriegen und ich nenne das immer den Hüftschwung zu probieren, dass wir je nach Kontext mal ein bisschen mehr von der, mal ein bisschen mehr von der sozusagen Wahrgebung an die Oberfläche geben lassen und vielleicht idealtypisch, das ist natürlich jetzt auch wieder nur ein Bild, vielleicht zunehmend als schwingungsfähiges System durch die Gegend zu wursteln und immer mehr zu merken, wow, das gehört alles zusammen. Es ist überhaupt nicht gegensätzlich, sondern wir gucken, je nachdem, was wir brauchen, das eine oder das andere nutzend. Wie findet ihr das Konstrukt? Könnt ihr damit was anfangen? Nur ein Versuch, die Komplexität des Lebens für einen Moment mal ein kleines bisschen im Erleben zu reduzieren. Die Komplexität bleibt uns immer erhalten. Ich danke euch für euer Dabeisein.